in Sicht.
Oh, komm, bleib auf. Oh Gott. Das bringt nichts, oder? Echt, auf 13 Kilometer kannst du das Ruder rumschmeißen? Na sicherlich. 13 Kilometer. Ich sehe sie ja. Komm, 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 wir kommen hier. Komm, dreh, 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 dreh. Ja, sehe ich, weil sie alle Caps haben. Was macht ihr da? Was macht ihr Affen? Klar. Ach, geht's jetzt wieder rückwärts, ey? Geht's jetzt schon wieder rückwärts? Gegnerisch.
ich diese Pulverarsche immer hasse. Jetzt geht's wieder rückwärts, ganze Team rausgenommen, völlig klar. 43.000 auf dem ersten Platz. Ersten Platz. Profis? Servus! Es geht hier vorwärts und rückwärts. Vorwärts und rückwärts. Oder 46.000 auf dem ersten Platz gestanden. Der Rest ausgelöscht. Unfassbar. Ja, ich war schon bei 5. Wieder zurück. 2 Sternchen 5 und jetzt die Runde habe ich den Stern behalten. Ja, einmal gewonnen, einmal verloren. Aber wie gesagt, mit was gar nicht 46.000 auf dem ersten Platz. Das geht ja mal gar nicht. Was haben die anderen denn gemacht? Wegstreiche, die hole ich alle Flieger runter. Ja, aber muss ich ja erstmal, da muss ich ja erstmal hin. War ja noch nicht auf der 1. Und dann ist ja eh fertig. Wenn du auf der 1 bist, dann kannst du doch gar nicht mehr spielen.
Hör mal auf zu rufen, Spaß. Aber komm. Hier. Ich sehe krass. Aber komm. Aber komm. Wo ist denn unser Flieger? Ach da, okay. Alles gut. Dank. 24 Kilometer. Mal gucken. Oh, komm, echt jetzt? Willi, Willi. Bitte wieder nach links. Müsste den Reichweitenflieger selbstständig wieder einholen können, dass man den nicht mehr braucht und tschüss. Geh nochmal auf. Falsche Richtung, dreh nach rechts. Ja. Was haben wir hier? Okay, mach nichts. Ist schon ein Monster, wenn sie mal reinhauen. Was denn, geht mal auf da hinten. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Wie das denn? Ach, wollte schon. Ach, na, tschüss. Haben wir schon zwei rausgeklatscht. Hier ist vor uns irgendwo. Oh.
von euch zu sagen, das ist natürlich jetzt nicht gut. Ich hoffe, der beschäftigt den. Nicht getroffen? Nö, muss ja nicht. Muss ja nicht. Ja, hau ab, dann können wir auch abhauen. Typ. Ist er weg? Ohohoho. So weit von rausgeschossen. Ja, es war mir so klar, ey. Du jetzt her? Ach, ihr habt auch noch einen Frege. Ganz vergessen. Oh ne, jetzt. Auch echt, jetzt kommt er da auf mit dem Mist. Ist doch uncool. Ja, krieg ich vorne drauf eine Zitter von dir. Völlig klar, Alter. Was ist denn das für eine Aktion? Ey, von vorne. Wird doch nichts mit deiner Bombe. Hau doch ab. Typ, hau doch ab. Mate von hinten irgendwo, ne? Wo sind die? Wo? Zu spät.
Ich habe echt alle drei Caps eingenommen, ja lol. Oh lol. So, hier muss er irgendwo sein hier. Los Kollegos Trigos. Unter der Insel, oh what? Wo ist denn der? Gibst dir alle deine Dinger runter, komm nur her. Weiß ich, habe ich schon. Und? Passiert nichts. Gar nichts. Ja, die nächste Staffel. Ab. 36, vielleicht schaffe ich noch 40, komm. Hoffen wir jetzt echt. Jetzt nicht. 5 Sekunden vorbei. Da war ich schon, da war ich schon. Aber gut. Das war alles gut. 39 Fliege. Cool, cool, cool. Was haben wir das hier? Bingo Bongo. Ich vergesse, was wir da haben. Was machst du ab, Hofis? Aus zu. Die denn her? Nix, um 8 Uhr gibt es jetzt keine Wachmarken mehr. Das kannst du mal so was von komplett vorne klopfen.
Da wird ganz wüst aufgeräumt. Ganze Werkzeug und Bau. Kabel. Steckdose, ich habe so viel Steckdosen. Und Lichtschalter, unfassbar. Ich bin so leise. Mikro, warte mal. Mikrofon. Ja, ist ziemlich leise. Stimmt. Test, 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 Test. 1, 1. 2, 3. Jetzt aber. 1, 1. Ich nicht. Gib hier noch mal was drauf. So ist gut, ja. Lassen wir so. Okay. Also wie wild gearbeitet. Ich habe ja nach meinem Fenstereinbau hier noch die Hälfte hier rumstehen. Eigentlich die Hälfte, eigentlich alles. Das sah aus schlimm. Jetzt habe ich Platz. Also hinter dem Greenscreen ist richtig schön viel Platz. Ist weggeräumt. Und ich dachte, ich habe so viel Steckdosen und Lichtschalter, die ich bestellt hatte. Das war auf Vorrat. Was haben wir da? Kredits, Kapitän. Ja, komm, den Kapitän nehmen wir mal mit. Ich weiß, das ist die ekelhafteste Tarnung. Das als Tapete wäre doch mal cool. Da kriegst du erst einmal einen weg. Will immer deinen Raum vor mit so einer Tapete. Selbst an der Decke einmal rum. Also ich habe es mit dem Träger versucht, hier durchzukommen. Das ist viel Arbeit. Und dann schaffst du es vielleicht auch gar nicht. Beim Zerstörer bist du zu schnell weggeknackt. Kreuzer habe ich noch gar nicht probiert, glaube ich. Nee. So und Sinop musste aber so nah ran und die sind dich dann nur am Anzünden aus allen Ecken. Colorado hast du genügend Abstand und Reichweite, macht gut Bums das Ding. Secondary könnte noch ein bisschen mehr verfragen. Immer nur 9 Gewinne und der Rang ist die 9 Gewinne, ach so. Ja, du Otto, dann hast du ja eh alle. Oder wie? 9 Gewinne. Gibt's nur 9 insgesamt oder was? Heißt das nicht, dass du bei Rang 2 dann noch mal was kriegst und bei Rang 1? Man muss nur 9-mal gewinnen in dem Game. Oh, you what?
Komm, wissen dreht er noch um, ne? Immer auf gut Glück schießen. Hauptsache schießen, ist egal. Haben die Antenne runtergeschossen, ja. Aha, was ist denn da hinten? Ist das jetzt dein Ernst da mit deinem... Okay, die können mir eigentlich nicht mehr gefährlich werden da. Im Moment. Kreuzer holen wir uns dann noch. Komm. Drei Zerstörer. Ach du Scheiße, echt jetzt. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich muss hier weg. Oh, das ist natürlich ganz schlecht. Komm. Ich muss hier weg. Das gefällt mir gar nicht. Absolut nicht. Ja, das war mir so klar. Echt, das war mir so klar. Die Runde ist schon erledigt. Komm, ich knack ich jetzt raus, du Wurst. Ach klar doch. Und ja, logisch. Was denn sonst? Habe ich ja nur drauf gewartet. Du mich wegzitterst. Völlig klar. Nee, in der Runde darf ich keinen Schaden machen. Man sieht's. Also. Keine Zitter, kein gar nichts. Und die geben mir die Klötze wie verrückt von vorne. Ja, guck mal, von vorne angewinkelt. Also das, die Runde ist erledigt. Brauche ich gar nicht hier weiterspielen. Das ist für mich eindeutig. Wo ist denn jetzt rückwärts? Da ist rückwärts. Da guck doch mal, was der mir von vorne gibt. Das ist doch wohl ein Witz. Absolute Witz. Komm, dreh, 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 dreh. Sehr gut. Stopp, Türmchen, Stochohob. Hauen sie alle ab. Komm rum, rum, rum. Oh.
Ja, Nelson, nein, kannst da stehen bleiben. Und bleib hier drin, zeig dir nicht die Schnauze. Schieß los. Zurück. Mann, fahr doch zurück, Schiff. Ah. Ja, es war mir sowas von oberklar. Es kommt so ein dreckiger Zerstörer bestimmt von hinten. Ne, hey, der ist da rechts. Wem bin ich denn auf? Mach mal rüber, mach mal doch. Wem bin ich denn auf? Wegen dem Hügelchen oder was? So, okay. Dann, okay. Dann brauche ich ja gar nicht mehr, ne? Ich muss nur vor dieser fucking Nelson da. Wir liegen noch nicht vorne. Noch nicht von Caps her, okay. Zwölftausender Heal ist natürlich schon fett, ne? Aber wenn dir die Nelson ständig ein 12.000 ergibt, ist das uncool. Lass mal ab. Bis er mal aufgeht. Ja. Der verbrannte Kopf da. Hohohoho, die Ziggy. Ja, klar. Völlig klar, oder? War das nicht klar? Die Nelson. Egal wie die mich getroffen hat, entweder war es eine Zitter oder schwerer Schaden. Das ist doch so lächerlich. Was hat die jetzt noch weiter nach vorne geboxt, ja? Was macht denn unser Team jetzt dafür? Hauen sie erstmal ab. Warum hauen wir alle ab? So. 9 Minuten. Kommen die Nelson, irgendwer muss raus jetzt. 15.000, ja. Die kann machen, was sie will. Die steht die ganze Zeit da und keiner hat sie beschossen bisher, ne? War irgendwie der Einzige. Hätten sie die mal ein bisschen anzündeln sollen. Jetzt geht die zu, die kann schießen und geht zu, oder was? Was da abgeht. Ja. Sag ich doch, die Runde ist verloren, weil die Nelson macht hier, was sie will. Macht, was sie will. Komplett lächerlich, die Runde. Steht die ganze Zeit nur da und macht nichts. Sie hat sich nicht einmal bewegt. Der ganzen Runde. Rückwärts, ja, wieder dahin, wo sie herkam.
Und wie gesagt, egal wo die mich getroffen hat, vorne hinten angewinkelt, scheißegal. Immer brutale, extreme Hammerschaden. Keine Ahnung. Nicht mal ein Abpraller, nichts. Boom. Ein Gewinn. So. Kann ich das irgendwo sehen, ob ich das schon erhalten habe? Das müsste ja dann da unten stehen, in dieser Linie da, ne? Hier bestimmt nicht. So viel, ne? Genau, da ist doch diese Linie. Und die ist ja jetzt nicht mehr da. Hier. Ränge da. 49. Höchster Rang 2, siehst du? Und fast vom Schwein. Qualifikation. Ach, hier von den Sternen her, ne? Sind das dann 9 Gewinne oder was? So 4, 6, 7, 8, 9, 10. Also pro Stern ein Gewinn, ja? Dann habe ich das ja wohl. Muss ich mich doch nicht mehr quälen jetzt. Ja, also jetzt ein Spiel, dann wäre ich 3, ne? Gehen wir auf Belohnung. Ah ja. Mhm. Die sie sieht. Nur wenn ich das nicht bis 1 spiele, dann komme ich ja nicht in die Silberliga. Ne? Das ist, da gibt es ja richtig Stoll. Da gibt es genauso viel Stoll. Ui. Ui. Ui, 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 ui. Genau, die habe ich ja. Geht's los mit der Dublon. So, Runde. Was ist das? So, ja, scheiße. Niederlande. Ja. Komme ich so nicht? Doch, doch, ich komme schon da rein. Oh, ich habe meinen Stern behalten, den ich nicht habe. Ja, also, mit Recht. Absolutem Recht. 82. Da habe ich die Kleinen rausgeknackt. Ah ja, genau, den Wursthamster, der mich genervt hat. Dafür kommt ausreichend. So, was hast du hier? 2 Pünktchen. Ich war am Überlegen. Vielleicht hast du ja eine Idee. Ich war am Überlegen, das eigentlich hier alles zu lassen. Es ist Ladezeit. Alles Ladezeit. Naja, den brauche ich ja eh selten. Torpedowarnung wäre gut. Ich glaube, das nehme ich mit. Ich war doch schon da. Ich bin doch schon 10er gefahren. Ich war schon mal Silber. Ich nehme den mal mit. Warte mal.
plus 10. 21, also 23. Also zwei Knoten. Ja, 23. Nee. Oder was weiß ich. Kann ich dir nicht sagen. Also auf alle Fälle schon mal, als es dieses 1 gegen 1 gab und 3 gegen 3 oder 2 gegen 2. 1 gegen 1 hatte ich ja mit dem Träger komplett durchgerammelt. So, was mache ich denn jetzt hier? Das ist uninteressant. Ladezeit minus 10, brauche ich 4. Feuer, der brennt auch ganz gern. 30 Sekunden. Gucken, sagt er. Nee, sagt er nicht. 14 Kippen. Nichts anderes. Ach so, genau, zu meiner Frage. Also auf den 7, 14 oder drüber habe ich nichts. Und zwar bin ich am Überlegen, ob ich mir einen Captain hole. Hier so einen von denen hier von Kohle für 35. Das ist eigentlich komplett uninteressant auf dem Schiff. Oder halt warte, bis ich mir hier, den wollte ich eigentlich haben, leisten kann. Fehlen nur 70. Oh. Aber das ist ja keine Verbesserung. Verbesserung. Was meinst du? Überall mal so einen kleinen geholt hier. 3, 6, 9, 10. Oder eine Verbesserung. Wo ist denn das Zeug? Hier. Schadensbegrenzungssystem. Das wäre natürlich was für das Ding und für die Sinop auch. Das zweimal. Ja, wäre doch eine Idee. Das kann ich doch dann hier reinbasteln, oder? Irgendwo. Oder auch nicht. Doch hier. Nee. Schadensbegrenzung. Ja, aber wo baue ich das denn ein? Hier. Das Ding. Okay. Das ist natürlich jetzt. Hm.
Eigentlich ist der ja gut. Vielleicht sollte ich dann den nehmen, anstatt diese scheiß Ruder. Oder? Ja, was meinst du denn jetzt? Soll ich darauf verzichten, auf das Ding hier? Gott, diese scheiß Brennerei da. Aber das ist, heißt doch eigentlich nur, ja, es verlängert nur, dass du nicht gleich wieder angezündet wirst. Aber es verkürzt ja nicht die Zeit. Das überhaupt zu verstehen. Zeit für Brandbekämpfung. Ich meine, wenn du drückst, ist es doch gelöscht oder geht es dann? Hä? Wie ist das zu verstehen? Wenn du ein Feuer hast und drückst den Feuerlöscher, dann ist es doch innerhalb einer Sekunde gelöscht. Und heißt das, dass es dann innerhalb... Ach da, okay, ich komme mal rüber. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja, du kommst ja nicht klar, da kann ich dir komm... ja gar nicht alles schreiben. Ja, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Also pass auf, nimm nochmal die Colorado, nochmal der... Ja. Ich habe anstatt Steuergetriebe Modifikation 1 habe ich bei allen Schlachtschiffen da, das hast du schon richtig gesehen, diese Schadensbegrenzung. Diese Mod hier für Kohle. Ganz rechts, ganz rechts. Ach, ganz rechts. So. Schadens. Da, ganz rechts. Bin ich. Wo ich das Ruder drin so. Habe. Schadenbegrenzung 2. Das habe ich auf allen Schlachtschiffen. Ja, genau, ja. Das hau ich mal rein. So. Weil die Ruderstellzeit, die bringt dir eh nicht viel. Wenn Torps kommen, kannst du eh nicht ausweichen. Ja, ja. Dafür brennst du aber kürzer. Und hast weniger Schaden. Ne? So, das habe ich bei allen Schlachtschiffen. Und dann habe ich auch bei allen Schlachtschiffen vorne den ersten Slot. Statt Hauptbewaffnungsmodifikation habe ich dieses Sondermodul, was du dafür Kohle kaufen kannst. Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung, ja. Zwei. Aber das würde ich ja jetzt nicht auf so eine Sieben, Colorado ne? einbauen, nee, sondern nee. Wenn du dir so ein Ding kaufst für Kohle, dann würde ich das ja erstmal auf deine besten Schiffe einbauen. Was weiß ich, auf den Kurfürst oder auf den Yamato oder wohin auch immer. Ne? Ja. So, und dann so wie du die Kohle hast, halt von der Wichtigkeit der Schiffe runter, ne? Also die Schiffe, die du am meisten spielst, die würde ich zuerst damit ausstatten. Ja. Genau, das verkaufen lassen. So. Also eine Colorado habe ich damit nicht ausgestattet, aber einen Kurfürst habe ich, eine Yamato. Weißt du, die ganzen Zehner erstmal, die Spiele, die Schlachtschiffe. Und dann bin ich von den Zehnern runter auf die Neuner, auf die Achter. Und ich glaube, tiefer bin ich gar nicht. Die anderen haben das nicht, weil so viel Kohle hast du ja auch gar nicht. Und dann habe ich immer gewartet, wenn es diesen Coupon gibt, diesen 25% Coupon, dann kriegst du das ja auch vergünstigt, dieses Modul für die Kohle. Hm. Ja, ist ja jetzt gerade, oder? Habe ich doch richtig gesehen. Ja, wenn du so einen Coupon hast. Ich glaube, war doch einer.
Ja. Ja, Verbesserungsgrund. Da könnte ich ja den mit Coupon für 12.000. Ja, du kannst ja einfach so ein, genau, so ein, kaufst du dir dann und dann hast du bei irgendeinem Schiff, wenn du dann auf den ersten Slot gehst, dann steht da unten eins verfügbar und dann tauschst du das aus gegen genau, die Hauptbewaffnung. Nimm es mal mit. Aber ich würde es nicht auf die Colorado setzen. Nee. Ich leg den einfach nur mal auf Eis. So, ansonsten haben wir hier nichts. Interessantes. Ja, und zu den Kapitänen. Was meinst du da, ob ich mir so einen kleinen oder ob ich auf den Lütchen sparen soll? Ja, wie gesagt, ich habe die alle. Aber ich habe zuerst auf den Lütchens gespart, weil das ist mit Abstand von allen Kapitänen der Beste. Ja, ja, auch von den Superkapitänen. Der Lütchens ist der absolut Beste. Man kann halt so, kein Stahl in Kohle wandeln, ne? Oh, geht automatisch. Ja, aber nicht bei ihm. Bei den Kapitänen nicht? Nee. Sonst wird das ja hier anbieten. Ja, ja, ich bin ja dabei. Geht nicht. Will er nicht. Nur Kohle. Geh mal auf Kaufen. Geht nicht. Kaufen. Beim Kapitän. Bin ich. Kaufen. Okay. 175 benötigt 83. Jetzt gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Ja, ja. Dauert es nicht. Ja, du hast ja nicht so viel Stahl. Du müsstest 8374 Stahl haben. Dann kannst du ihn kaufen. Dann wird halt umgewandelt. Wo aber dadurch, dass du nicht genug Stahl hast, woher weißt du das? Du hast ja nur 7284. Woher weißt du das? Ja, weil ich das ja auch schon selbst gemacht habe. Nein, ich meine, dass mir 8000 Stahl fehlen. Ja, das zeigt er doch da gerade an. Wo denn? Dir fehlen 83.000 Kohle. Und Kohle wird ja 1 zu 10 in Stahl. Ach so, du hast das selbst umgerechnet jetzt. Ich dachte, da steht irgendwo. Ja. Kohle, nee, wie viel Stahl Kohle fehlen. Steht da. Ah, okay. Aber in Stahl sind das 8000 nochmal. Ja, ja. 7084. So, richtig. Und wenn du 8000 Stahl hast, dann könntest du den kaufen. Dann wird das umgewandelt. Das wäre ja cool. Das wäre ja cool. So, und ich bin in der Reihenfolge vorgegangen. Ich habe erst den Lötchens genommen. Und dann habe ich die anderen genommen. Ja, den Franzosen. Weißt du, das Schöne ist ja auch, du kannst den Lötchens ja dann für alle Premium-Schiffe Deutschen benutzen. Ja. Das war mein Sinn. Also auch auf, ja, ne? Also auch auf einer Hindenburg oder auf einem Zerstörer. Also spare ich auf den Lütchens und dann würde ich den Nikolai nehmen, den Russen. Ja. Und natürlich nicht zuletzt auch auf den Flugzeugträgern, ne? Kannst du den nehmen. Ja. Auf der, ja, der hat ja einige Talente hier und eben etwas. Ja. So, die anderen sind auch nicht schlecht, die kleinen Kapitäne, ne? Ja, aber meist die falsche Sache, die ich brauche dann. Ja, da muss man halt überlegen, ob man die auf dem Kreuzer einlernt oder auf dem Schlachtschiff. Die dann wirklich irgendwann mal ferner Zukunft, aber das brauche ich wirklich nicht. Hier Wachsamkeit ist ganz gut, aber Experte für Ausmaterial, das baue ich der fast Lütchen, nie ein. Hat eigentlich Fähigkeiten, die überall gut sind. Ja, ja, genau. Für jedes Schiff kannst du den nehmen. Ja. Ja, vor allen Dingen bist du jetzt so weit, hast so viel Kohle und Stahl. Fehlt ja nicht mehr viel. Ne? Ja, schon. Und den Lütchens dann hochspielen von 10 Punkte auf 19 oder auf 21 am besten noch. Ja. Das geht ja dann schnell, weil du spielst den ja dann auf allen Premium-Schiffen. Was machst du denn? Fährst du mit? Ja. Ich bin gerade noch in einem anderen Spiel. Spiel noch eins ohne mich. Ich komme da noch nicht rein. Okay. Ich stehe einfach mal jetzt.
Achso, da war ich jetzt am überlegen. Die 2 Punkte für Torpedowarnung, da soll ich sie sparen. Für 2 Punkte von dem Kapitän? Ja. Sag mal. Ich glaube, ich heb mir die auf. Achso, ich habe dem noch ein bisschen Geschwindigkeit gegeben, weil die Dinger ja unglaublich langsam sind, hier die Colorado. Hier den Boost, wenn man nicht gesehen ist, oder was? Nee, in der zweiten Reihe, dritte von links. In der zweiten, dritte von... What? Zweite Reihe, hier unten die zweite. Die zweite horizontale Reihe, strammes Tempo, genau. Genau, ja, 10%. So, und wenn du dann noch ein Fähnchen draufsetzt, ne, dieses Geschwindigkeitsfähnchen, dann hat das Schiff wenigstens annähernd die Geschwindigkeit, sag ich mal, von einem Schlachtschiff. Von einem normalen Schlachtschiff. Ich meine, das ist ja so kein schlechtes Schiff. Ne? Die ist ja sehr stark gepanzert. Das hast du ja gemerkt bei den Torpedos. Ne? Die haben einen Torpedoschutz. Und wenn du mit den Geschützen triffst, dann rappelt er doch richtig. Ne? Ja. Aber die ist eben sehr langsam. Und oftmals kommst du da gar nicht ins Gefecht, weil du nicht zu langsam bist. Und damit kannst du halt so ein bisschen, also die bei den amerikanischen Schlachtschiffen, bei diesen dicken Dingern, da habe ich dann immer diesen Geschwindigkeitsvorteil von 10% da genommen. Und setzt dann noch dieses Geschwindigkeitsfähnchen drauf. Ja, 15 dann kommst hast du auch. Genau. Ja. Ja, dann hast du so zumindest 23, 24 Knoten oder so. Ne? Muss mal gucken, wie viele Hits hast. Mhm. Ganz extrem ist das ja bei diesen 9er und 10ern, ne? Die Schlachtschiffe da, die, ich weiß nicht, wie sie heißen. Die auch so langsam sind. 22.1, sagt er jetzt. Ja. Ja, aber das hat so eine. Ich meine, das ist immer noch kein Schlachtkreuzer, ne? Bei dem Schiff freut man sich ja über jeden Knoten. Und dann kannst du später ja noch das eine nehmen, wenn du nicht entdeckt bist, dass du noch schneller wirst. Das ist das. Das ist das. Das ist das? Ja. Hier steht sie auf. Erhöhe die Geschwindigkeit ihres Schiffs, solange es unentdeckt bleibt. Lass das hin. Ja, hast du wenigstens die Chance, wenn du unentdeckt bist, mal schneller ins Geschehen zu kommen, weiter nach vorne, ne? Also kann Zerstörer, cool. Das ist ja ganz neu. 21.5, guck mal, da wirst du mal schneller. 22.8, 23.1. Ah, ich lenke immer noch, oder was? Wo lenkt er da? Ich lenke doch gar nicht. Hallo? Wer will denn hin? Ja, wird das Ding nämlich plötzlich 24 oder so schnell, ne? Du musst mal wieder auf Kurs kommen. Hin? So, dann schauen wir mal. Also er sagt, ach hier, 24.3. 24.3. Aha. Wenn ich unentdeckt bin. Ah. Aber dafür müssen ja erstmal die anderen... Wie auch immer, keine Ahnung.
Ja, markiere bitte. Ja. Kreuzer, das ist ein absoluter Kreuzerschlachter. Diese Mühle, die ist so brutal. Mhm. 22.1, ah, okay. Gut. Ja, der wird Zitadelle. Bums, noch eine CD. Hat's gerumpelt, ne? Oh, jetzt wird der mich hier von rechts zittern. Ah, nix gut, nix gut, nix gut. Könnte jetzt von beiden Seiten gezittert werden. Mann. Wo seid ihr denn alle? Ja. Die alle in den Felsen? Nee. Ja, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da?
schöne, angenehme, angenehme Aufenthalt. Jetzt müssen wir nur abwägen, ne? Schon ein kleines Monster, die Wolle. Ja. No. Ja, 24,3. Ja, kommt sie gut voran. Ist schon okay. Noch einer platzen, dann ist die Runde um. Sind sie denn alle? Warum werde ich denn langsamer? Ich bin doch nicht entdeckt. Sorry. Ich habe einen Coupon gekriegt. Ein Coupon? Mhm. Ja, für ein Kaufschiff. Kaufschiff? Ja, ja. 25%. Wen schießen die denn? Da ist Zyklon, ich sehe nichts. Hm? Zyklon ist gerade, ich sehe keinen Gegner. Aufkläre was. Zyklon. Sie haben einen Coupon erhalten, der Ihnen 20% des Kaufpreises eines Gegenstandes auf der Webseite von Premiumladen in Dublonen gibt.
Und dann kriegst du die Dublonen, wenn du was kaufst. Ein weiterer Coupon bietet ihnen einen 25%igen Rabatt auf Schiffe für Dublonen in der Waffenkammer. Unsere Halsabschneide. Schiffe, guck mal, Schiffe für Dublonen. Giuseppe Verdi. Kurz hin. Kearsarge. Jetzt mal so ein PC-Lüfter, so ein 10er, 12er Zentimeter unter meinen Laptop gemacht und der bläst da leicht kalte Luft rein und das macht sich bemerkbar. Also fast 10 Grad Unterschied. Ist doch schon ein bisschen was, wenn du den Laptop irgendwo draufstellst, ne? So, dass der, sagen wir so, dass der jetzt nicht flach auf dem Tisch liegt. Ja, ich habe den eh. Ich habe den eh schräg stehen. Und also durch den Lüfter, den habe ich ja schon. Geht ja unter dem Laptop drunter jetzt. Aber das ist gut, der bläst da kalt rein und drüben beim der Seite ist ja die Grafikkarte, da bläst er ja raus. Echt. Und hab den an so ein Akku-Pack da angeschlossen, hier an so eine Bank da. Eine Akkubank.
mit USB. So. Willkommen im Stream. Ich habe auch mal einen Stream angeschmissen. Und dann spielen heute mal World of Warships. Und der Apophis versucht sich mal wieder als Seemann. Ja, bei mir im Discord ist der Graf und der erzählt mir gerade, wie er sein Notebook belüftet. Ja, auf jeden Fall ein guter Tipp, weil mein Sohn, der hat jetzt zum Geburtstag auch ein Notebook bekommen und der hat mir heute schon erzählt, dass es glühend heiß war. Mhm. Der zockt nämlich immer Fortnite und da werde ich, glaube ich, dann auch mal irgendwas basteln. Ja. Aber dass die es nicht in den Griff kriegen, ne? Selbst bei den neuen Notebooks mit der Temperatur, ne? Dass die immer noch ja. So glühend heiß werden. Ne? Ich meine, das Gehäuse von dem, der ist komplett Alu. Komplett. Also allein das müsste ja den schon runterkühlen bis zum geht nicht mehr. Aber das bewirkt irgendwie gar nichts. Der ballert so um die 90 Grad normalerweise. Ich habe den auf 95 schon gehabt. Wenn der hier voll, jetzt wie jetzt, voll streamt. Und also warum machen die nicht mehr Lüftungsschlitze da rein? Das verstehe ich nicht. Ja. Dass das Ding einfach mehr abblasen kann. Läuft man denn Gefahr, dass so ein Notebook dann auch den Hitzetod stirbt? Oder sind die so konstruiert, dass die das aushalten? Ja, also eigentlich sollten sie abschalten, sobald, sagen wir mal, die 100, bei 102 oder 105 Grad oder sowas, sollten die abschalten. Kann man auch so eine Sicherung drin, dass die abschalten? Eigentlich, das kann man aber auch einstellen im BIOS, ab wann der runterregeln soll. Oder halt, ich weiß nicht, was es für ein Notebook ist, Asus oder sowas. Da gibt es ja diese extra Medium. Gibt es doch extra eine Lüftersteuerung. So irgendwas. So. Ja, Lüft muss mal gucken. Nach Medium, nach dem Modell. Muss wohl stimmt was dabei sein. Wo du den auch mit übertakten könntest, theoretisch. Aber da gibt es ja auch die Lüftersteuerung, wo du dir dein Diagramm einstellst. Ab wie viel Grad der hochfahren soll, also der muss ja nicht bei 50 Grad der volle Lüfter rennen. Und dass er bei 80 halt voll Power hat. Und wenn er, sagen wir mal, bei 90 oder wenn er bei 95 ist, da sollte er dann runterregeln. Bums. Aber so ein Prozessor hält schon eine Menge aus. Nur. Ich sehe es halt so, umso heißer der wird, desto langsamer wird auch das System. Mhm. Und ich finde es auch so für eine Lebensdauer, wenn du Motor von einem Rennwagen oder von einem Auto ständig auf Vollgas fahren würdest, dann macht er auch irgendwann die Grätsche. Ne? Ja, der Verschleiß ist. Der Verschleiß, drin, ne? Genau, das hat mir gefehlt, ja. So denke ich eigentlich, weil meine Hitze ist eigentlich nie gut bei Technik. Aber jetzt also ist hier alles. Mein Notebook, was ich hier nehme, ne, da habe ich im Prinzip nur den Twitch drauf jetzt. Ne? Und, meinen eigenen Stream und den Chat. Und das wird dann nicht heiß, aber klar, wenn du spielst, ne, dann ist es richtig gefordert wird. Ich merke das hier bei meinem Haupt-PC, ne? Da habe ich so eine Grafikkarte, wenn da die Lüfter hochdrehen, die macht ein Spektakel, ne? Also wie ein Föhn hier. Ne? Und die rausbläst an. Also ich brauche gar keine Heizung mehr anmachen. Ne? Da ist halt die Frage, ob das überhaupt sein muss. Ne? Also ich meine, ich habe bei mir 70, 72 Grad und die Lüfter heizen auch nicht hoch, absolut nicht. So bis 80 Grad
Grafikkarte hält auch genügend aus, aber mehr als 80 sollte ein Spiel eine Grafikkarte nicht fordern. Aber weiß nicht, wann es bei dir losgeht. Musst du mal gucken. Ich habe so ein kleines Widget, so ein Gadget-Widget, so ein Overlay-Fensterchen, so ein kleines. Das zeigt mir die Temperaturen an. Ja, ja, kann man sich anzeigen. Wie gesagt, bei dem Hauptrechner ist das egal. Da geht die Lüftungssteuerung automatisch, ne? Ja. Der dreht hoch und wieder runter, so wie er es braucht. So, warte mal. Bei meinem Notebook spielt es auch keine Rolle, aber wie gesagt, bei meinem Sohn, wenn der da wie so ein Wilder zockt mit dem Notebook, dann ist es vielleicht schon interessant, dass man den zumindest mal auf ein paar Klötzchen stellt. Ja. Ja, beziehungsweise es gibt so ein USB-Pad, das so groß ist wie der Laptop ungefähr. Und auch nur einen Zentimeter hoch und da sind Lüfter drin. So, gibt's fürs Notebook. Ja, ja, kannst du dann draufstellen. Ah, das wäre interessant. Das ist nur so ein ganz kleines Ding, die sind auch nicht teuer. Warte mal, kann ich gerade mal gucken. Wie heißt das? Lüfterpack für Notebooks oder so? Notebook-Kühlung. Guck gerade mal, ob ich was finde. Ja, das sind die doch, die Dinger hier. Ich poste mal hier bei mir im Chat. Genau, poste mal im Chat. Ne? Der hat ein 15 Zoll Notebook. Wahrscheinlich gibt es hier auch in verschiedenen Größen. 15, ja, ja, 15 10. bis 17 Zoll steht hier. 20. Ja, dafür kann man es machen. Ne? Gibt 3 mit 4 Lüfter, mit 6 Lüftern. Ja, ja. Ich hab das, der hatte jetzt Geburtstag und ja, der ist 10 geworden, ne? Und die ganze Zeit war er schon am Minecraft zocken und dann sagt er, ja, wenn ich jetzt auf die weiterführende Schule komme, dann hatte ich dem PC versprochen, also ein Notebook versprochen, ne? Eigentlich für die Schule. Da kam das jetzt aus, da hatte der Geburtstag, jetzt gestern. Und ja, da musste ich natürlich ein Notebook kaufen. Da habe ich ja relativ günstig geschossen, ne? Also 700 Euro eigentlich und 50 gab es nochmal einen Rabatt drauf bei Amazon. Ja. Oh. 650 Euro für ein super Notebook, also mit. Ja, ja. Also nicht mit integrierter Grafik, sondern mit einer extra Grafikkarte, auch gamingfähig, 15 Zoll, 500 GB SSD drin. Ja, wird es erstmal für ein paar Jahre tun, denke ich. Ne? Kann er was für die Schule drauf machen? Kann er eben auch Minecraft zocken und das Neueste ist jetzt auch Fortnite. Naja. Also der hier ist der Testsieger. Poste ich dir da auch nochmal. Oh, was ist das für eine URL? Alter, tschüss, echt? Egal. Komm, rein damit. Macht er nicht. Was ist das für eine Mega-URL? Was ist denn mit euch los? Gibt's noch Tiny Link? Gibt's doch bestimmt noch. Tiny Link. Tiny URL. Etta. Like. Copy. Damit kannst du. Dieses Fan temporär. Kommst du hin mit, ja. Musst du nur, ja, kein Problem. Ja, echt, so ein Riesenlink, gibt's da nicht einen Link? Einen kleinen Link?
Ist ja krass. Jetzt kaufen. Echt so eine mega URL. Wenn nicht gepostet kriegst, ich finde das schon. Doch, doch, ich hab's gepostet. Da, Tiny URL. Musst du halt nur im, falls der Browser mault, einfach nur temporär zulassen. Das ist kein Problem. Das war halt ein riesen URL von Amazon. Die hat der Chat nicht akzeptiert. Aber das ist sehr sinnvoll. Das der Bastel, der rennt mir jetzt noch 2 GB RAM oder 4 sogar. 4. Die hat er noch rumfliegen für den Laptop. Zumindest für meine Gurke hier. Da wäre auch mal zu überlegen. Auf Discord? Ne, bei mir in meinem Chat vom Twitch. In den Twitch-Chat. Ach so. So, Sinopski, genau, da wollte ich gucken. Da geht es um das Ding hier. €25 kostet. Ja. Decknet, Laptop Kühlpads. Da kannst du die Lüfter selbst steuern an dem Gerät. Also von dem Kühlpad. USB-Port. Die schließt dann am USB-Port vom Notebook an. Genau. Und schleift aber deinen USB-Port durch, also du hast dann den wieder frei. An dem Pad dann selbst sind nochmal 2 USB-Ports. Und der zweite ist besser, der Technet. Ja, ne? Oder der Klim. Ja, der erste Link war eigentlich nur eine Übersicht für die ganzen Pads. Achso. Der kleine, das Tiny URL ist der Testsieger. Und die dann da drunter kommen, die kosten auch alle 2-3 Euro nur weniger. Also vom Preis alles das gleiche. Bringt auf alle Fälle was. Und also auf alle Fälle sinnvoll. Mit so einem Gerät. Wenn er damit zockt, also Lappys. Also ich bin ja der Meinung, auf dem Laptop zockt man eigentlich nicht. Aber die sind ja so brutal heutzutage, dass man das doch besser als ein PC manchmal. Von der Ausstattung. Aber die heizen halt so hoch, ne? Ist ja klar. Da verstehe ich auch nicht, dass es da nicht irgendwie was, keine Ahnung, eine andere Lösung. Gefunden würde. So, ist denn jetzt da? So, here we go. Der Klim, der hat 4 Lüfter, ne? Und der Technet 3 Lüfter.
Ja. Es gibt auch einen mit 6 Lüftern. Ja. Aber da weiß ich nicht, ob die Verwirbelung dann vielleicht zu stark ist. Dann wirbelst du dir die warme Luft rein und hin und her. Verteilt sich die warme Luft eigentlich nur unter dem Ding. Das bringt dann nichts. Ja. Und da bei den Dreien habe ich ja gesehen, also normalerweise sind vorne Lüftungsschlitze am Laptop, unten drunter auf der Unterseite. Vorne rechts meistens und auf der linken Seite von der Grafikkarte, wo er rausbläst. Und da sind eigentlich genau die Lüfter bei dem Dreier. Einer links, einer in der Mitte. Rechts ist eigentlich uninteressant. Mhm. Einfach mal einen Test gemacht. Ich meine, du siehst ja, wie das Ding jetzt hochheizt. Musst du halt mal schauen, wie warm es wird, das Gerät. Die Grafikkarte kann man eigentlich im Task Manager schon sehen. Ja, ich meine, das ist ja ganz okay hier, dieses Gerät, dieser TechNet, ne, der hat ja die drei Lüfter, den du als zweites da gepostet hast. Ne? Ja. Ist leise, soll er ja angeblich sein, ist ja auch wichtig. Und hat 2 USB-Ports. Ne? Genau. Und auch regelbar halt. Ich meine, dürfte im Sommer vielleicht gar nicht so schlecht sein, wenn da ein bisschen Druck hast von uns. Ist der regelbar. So auch für dich halt, für die Finger und so, vielleicht kommt ja ein bisschen was rum. Wo steht mit der regelbar ist? Entweder ist er durch Software. Die alle regelbar? Geh von aus, ja. Mal gucken. ...1200 Umdrehungen, ja, das ist schon was. Ja. In der Lüfte. Und unterstützt verschiedene Laptop-Größen von 12 bis 17 Zoll. Ja, die passen da drauf, denn da sind doch so kleine Gummipads oder Lappi drauf. Kannst du einstellen. Ja. Macht er, der zieht an. Ach so, genau, der zieht von unten die Luft an und drückt so nach oben durch. Ah, ja. Kannst du es noch aufklappen oder? Ach ja, das hat noch so hoch. Ah, cool. Da steht nicht, ob der regelbar ist, ne? Nee, bisher.
Die Windgeschwindigkeit kann nicht eingestellt werden. Okay. Bei dem. Okay. Ja. Guck ich mal. Hier bei diesem Topmate zum Beispiel da. Da kannst du die anstellen bei dem zweiten oder bei dem ersten mit den vier Lüftern. Oder nicht. Denn wie viel Millimeter hat er, die Lüfter? So, das haben nur 10 bis 15,6. Ja. Ja gut, also die sollen ja so leise sein, die hörst du ja nicht. Kleine 2000. Naja. Muss ja auch nicht zu steuern sein. Wofür? Soll ja maximal kühlen, das Ding. Und wenn die leise sind, dann ist ja gut. Da gehe ich mal echt von aus. Die Grafikkarte oder was, der Leppi wird lauter sein. Eben. Ja, werde ich auf jeden Fall bestellen. Und wenn nicht, geht's zurück. Super, das Ding so. Ja, ja. Danke für den Tipp. Jo. Sehr gut. So, was möchtest du denn spielen? Siebener, die Sinop. Ja. Okay. Hab jetzt eine Schadensbegrenzung. Soll ich mal gucken, wie schnell ich brenne. So, Zufall. Wollen wir noch ein paar Fähnchen drauf tun. Dann noch eine schicke Tarnung, die das bringt. So. Okay. Die hat eine ganz schön weite Secondary, ne? Die Heinrich. Ja, ja. Die deutschen Schlagkreuzer sowieso, ne? Wie alle deutschen Schiffe. Also, über 10 Kilometer, ne? So irgendwie, oder? Ja. Sind Secondary Monster mit dem Fähnchen dann noch dabei. Ja, habe ich eben gerade gesehen in der Runde. Total. Und schießt oft.
Nachladezeit. Ja, und wenn du dann noch den, hab ich überhaupt einen Kapitän drauf? Ja, gut schon. Ja, warte mal, den Lütjens. Bald habe ich ihn noch. Bald habe ich ihn. Ja, den Lütjens kannst du ja nicht da drauf tun, weil der ist ja. Das ist egal. Premium-Schiff. Das ist mir egal. Aber. Hau den Lütjens auf die Seenob drauf. Ja, ja. Ja, ja. Klar. So, was hatten hier die Secondary? 9,5. Ja, ja. 9,5. Ja. Schon in Ordnung. Ja, und du hast auch noch Torps, ne? 10 Kilometer Torps. Hab ich auch. Auf der Seenob. Hab ich du, auch. Ja. Mit der Seenob. Was fehlt denn noch? Wenigstens ein Torp. Vorne. Ja. Vorne raus. Warum gibt's das eigentlich ja, man nicht? Kann nicht alles, man kann nicht alles haben. Warum gibt's ich sowas eigentlich du... nicht, wie beim U-Boot? Warum haben die nicht vorne raus getorbt? Aus Angst, ja. Dass sie selbst reinfahren oder was? Nee. Keine Ahnung. Aber wäre natürlich besser, ne? Wenn vorne auch noch ein Torpedowerfer wäre, dann müsstest du nicht immer so breit stehen, um die Torps rauszuhauen. Ja. Einzeln halt, immer so 10 Sekunden Nachladezeit. Ja. Für 4 Stück. Genau. Flup, flup. Aber dafür hast du ja in der Sinop ordentliche Geschütze, die richtig Rums machen. Ja, das ist natürlich schön. Schön. Die fährt fast 30, die Seenob. Hat mich einer beschossen aus dem Nichts. Mich auch aus dem Nichts, ja. Ich bin nicht zu. Ja, jetzt fahren wir alle hinter die Insel, ja? Ja. Ah, da kommt Torps. Ja. Sag doch mal was mehr. Da kommen Torps. Ah, die laufen aus. Die laufen aus. Ah ja, ich würde auch mal hier so Richtung Insel. Schön Breitseite zeigen. Ne? Mhm. Ja, direkt das halbe Schiff weg. Musste ich auch. Musste ich auch. Es kommt in Richelieu. Ja, unser Zerstörer verpisst sich. Ja. Da geht er jetzt zu. So, jetzt. Was waren das für ein Flieger? Wasserbomben? Hä? Da kommt eine Regelöhe. Ja. Dreht ab. Ah, kommt noch was. Was Italienisches.
U-Boot ist schon mal weg. Ja, da. So. Da. Da kommen so die Brüder. Colorado, ne? Drei Schlachtschiffe. Ja, wir wissen nicht so genau, was sie machen, ne? Die Buben. Abroller. Ja. Keinen Schaden auf die Richtung. Nö, nee, ich auch nicht. Diesmal hinten drauf. Ja, aber erstmal der da, der Breitseite da. Ah, ja. Geh auf! Ach, der schießt und schießt und bleibt zu. Ach Mann. Ja, muss ihr hinter den, hinter ihren Kanzelturm da. Riesen aufs Heck. Ja. Die haut da gut rein. Ja, nicht eine. Dann schieße ich jetzt HE. Müssen wir anzünden. Jetzt kriegen wir die nicht down. Ja, ja, klar. Übelste Zieter gekriegt. Ja, wo kommen die ganzen Torps? Ja, her? Ja, da kommen schon die nächsten. Ach, noch mehr! Ja, wie viel ja, denn noch? Die? Keine Ahnung. Von dem das, Träger, oder? Das war's. Nee, nee. Da, das, was, ey, komm, 7000. Völlig. Hör auf. Was ist denn das für ein Witz, bitteschön? Was ist denn das jetzt für ein Witz? Das ist ja wohl lächerlich, ey. Ja, die sind da alle hier auf der Seite, die Idioten. Aber es ist wieder wie vorhin. Jeder Schuss hat bei mir schweren Schaden gemacht. Jeder Schuss. Bei mir Abpraller. Siehst du bei dir genauso? Guck dir das an. Ja, von vorne. Nur schwerer Schaden. Und die gammeln da Breitseite rum und nichts passiert, weißt du? Ob ich noch ein paar Taubs rauskriege. Ich bin eh erledigt jetzt. Ja. Ja. Das ist der Nachteil, ne? Du musst also einmal etwas breit fahren, ne, damit die Taubs rauskriegst. Und da warten die Jungs natürlich drauf und dann bis mit Zita und dann bist du erledigt. Gucken, ob nochmal ein Torp trifft. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Guck mal. Ich kenne dieses Schiff gar nicht. Alitorio. Doch, da trifft tatsächlich. Doch. Doch. Einer getroffen. So, jetzt nehmen die hier einen nach dem anderen raus. Pass mal auf. Diese Lust. Ja, ich meine. Ja. Wir dürfen ja keinen Schaden machen. Das ist ja lächerlich hier. Knappe 8000. Ja, ich habe 44. Ich habe das auch nicht viel. Eigentlich nur durch den Torp dann noch was bekommen, ne? Ja, aber die fuhren doch Breitseite aus der Insel da raus. Und dann ging es doch schon los. Also, Leute, ey, jetzt nehmen wir unsere Schiffe raus. Ja. Noch steht's gleich. Und wir haben alle drei Caps.
Das heißt jetzt gar nichts. Da fahren die jetzt alle schön rein, einen nach dem anderen. Nehmen die einen dann. Ey, die sind ja alle, die sind ja alle bei C. Die sind ja alle bei C. Ja, aber guck doch mal unser Team. Die jagen ein, zwei Bootchen da. Drängen sich um die Insel. Die sind alle bei A. Aber die kommen jetzt rüber. Naja. Das wir legen ein Schiff vorne sogar noch. Also nicht so früh auf. Mal den Teufel an der Wand. Ich habe letztens Tanz der Teufel geguckt. Das ist ja eigentlich so ein... Tanz der Teufel? Ja, ja. Oh, brutal, der Film. Aber so ein Klassiker, ne? Ja, ja. Ich habe den früher mal vor 130 Jahren mal geschaut, aber jetzt wollte ich noch mal sehen, wie sinnlos der eigentlich war. Also, naja, es geht. Also so B-Movie ist er gar nicht. Ist halt der Kultfilm schlechthin, ne? Genau, der war damals Kult, ne? Ja. Der stand ja auch mal auf dem Index, oder? Genau. Und die Gerüchte halt, dass so viele da umgekommen sind danach, nach dem Dreh und all so Quatsch. Ich habe den in meiner Ausbildungszeit geguckt irgendwann, ja. Da war das echt Kult. Tanz der Teufel. Und dann gab es noch so einen Film, der kam dann auch auf. Der war auch recht ekelhaft. Den fand ich eigentlich noch viel schlimmer. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Und zwar so ging es da um das Sezieren von Leichen oder so. Aber so ein Dokumentarfilm war das, ne? Also war jetzt Gesichter des Todes. Ja, genau. Gesichter des Todes. Kennst du den? Mhm. Ja, ja. Also den fand ich viel schlimmer, ne? Weil man eben genau wusste, ja, der Horrorfilm, klar, ist alles gemacht mit Ketchup und Special Effects. Nee, da gibt es mehrere Teile von. Da siehst du auch Gaskammer und so ein Zeug alles, wie einer hingerichtet wird mit Spritze, Gaskammer. Und also übelsten Sachen. Ja, ja. Danach hatte ich dann aus dem Bereich erstmal genug gesehen. Den habe ich mit 15 gesehen. Ja. Aber da fand ich den jetzt auch nicht. War halt ein reiner Dokumentarfilm, das hast du komplett gemerkt. Also der ist nicht, dass du Angst gekriegt hast oder irgendwie oder Horrorbilder im Kopf. Aber mit der Gaskammer, der Typ ist mir halt im Kopf geblieben. Ja, die zeigen ja alles Mögliche, wo so ein Typ auf dem elektrischen Stuhl sitzt, genau, mit dem die Birne qualmt und all sowas, ne? Ja. Heute würde ich mir sowas auch nicht mehr angucken, aber damals war man halt neugierig und als Jugendlicher und dann irgendeiner hatte den Film und sagte, ah komm, wir gucken den und dann. Ne? Ich nicht, also bei mir war das, mein Chef damals, der hatte noch Videotheken nebenbei. Und der hat zu Hause immer die Filme kopiert und hat sich da mehrere in seine Videothek gestellt, weißt du? Hat ein, zwei Originale gekauft, die dann kopiert und auch mit einem Farbkopierer, so einem Druckshop hier richtig das Layout gemacht, Cover kopiert und alles sah aus wie Original. Bis halt dann später mal welche drauf kamen mit diesem Holo. Mit diesem Holo-Aufkleber da, ne, wo du, wie beim Pass, wo du halt drehen musst. Aber so hat er sich dann immer ein paar Filme, weil die halt immer ausgeliehen waren, klar. Hat sich drei, vier Stück dahingestellt. Und da habe ich halt immer solche Filme, alles Mögliche gesehen, als er die kopiert hat. Da lief der halt auch. Auch die übelsten Pornofilme, Schwanger und so ein alter. Aber das musste ich mir ja nicht angucken. Nee. Ich hatte auch einen Freund, der hat auch damals in so einer Videothek gearbeitet, so eine ganz verrufende Videothek war das, ne? Eigentlich wurde da mehr mit gestohlenen Sachen gedealt als Filme ausgeliehen, ne? So auf dem Hinterhof, ne? Und da kam es da halt auch an. Der hatte dann, weil er eben da arbeitete, immer auch mal den einen oder anderen Film griffbereit, ne?
Ja, das war so die Hochzeit, ne? Da gab es dann so eine Porno-Ecke und die extra so abgetrennt war, ne? Mhm. Ja, ja. Das ist ja alles den Bach runtergegangen zum Schluss. Zum Schluss kam ja da haben sie da nur noch Spielautomaten reingestellt, ne? Dann hatten sie noch ein paar 3D-Filme und da haben sie noch DVDs dazu genommen und ja, dann war das Geschäft tot, ne? Durch das Stream und hier durch Netflix und alles, ne? Ja, als DVD schon rauskam, da ging es zu Ende. Also das habe ich auch nicht, ich kannte nur VHS bei dem in der Videothek. Das war alles. VHS. Aber da durftest du so oder so erst ab 18 rein, weil ja, jetzt war alles offen. Ja, bei uns hier in Krefeld, da war halt die Videothek dann auch so ein Dreh- und Angelpunkt, sag ich mal, von... Ja. Ja. Der, so halbseidenen Menschen, ja, die so... Eben. Der hatte im, also seine Videotheken waren im Sauerland und die waren alle seriös eigentlich, also da war kein Volk. Und der hatte aber auch Bekannte hier in Köln, einer, der die größte Videokette hatte damals in Köln. Und bei dem sah es dann schon ganz anders aus. Ne? Waren zwar Riesenläden und so, aber da hast du auch Gestalten gesehen. Ja, vielleicht war das sogar der gleiche. Ne? Bei uns war das Bari, ne? Weil die hieß diese Kette. Ne? Der hatte, glaube ich, drei oder vier Filialen. Kann gut sein, dass er auch in Köln eine hatte. Köln, Krefeld, Düsseldorf oder Gladbach. Ja, aber die haben richtig gut verdient. Ne? Der Name, der setzt sich dann, das waren zwei Typen. Baltos und keine Ahnung, wie der zweite hieß. Baltos und Ritters oder so. Und die haben die goldene Zeit da mitgenommen, ne? Der Videotheken. Ne? Die konnten nachher auch ohne Tränen in den Augen zumachen, ne? Weil die hatten ihr Geld verdient, ne? So, jetzt gucken wir mal. Wertung, naja, Mittelfeld. Ich bin nicht mal auf dem letzten Platz mit 7000. Ostergraf, ist überhaupt drin in der Wertung? Ja, Mann. Im Vorletzten. Ne? Ausbildung abschließen. Echt, die kann ich abschließen. Für 500 okay. Dublonen. Ach ja, das mache ich. Schon. Dann habe ich die frei. Das mache ich. Das ist mir scheißegal. So, jetzt gibt's ein Coupon. Jetzt habe ich eine Meldung. Coupon 30% Rabatt. Oh, es wird ja mal besser. Ja, den wir Ihnen gerne für Ihr Jubiläum geben. Er gilt 3 Tage und für nicht reduzierte World of Warships Artikel im Premiumladen. Ah, das ist ein 30% Rabattcoupon. Und da kann man sich zum Beispiel, wenn man den maximal ausschöpfen möchte, 50.000 Dublonen kaufen. Ja? Und kriegt dann, weil die sind nicht reduziert, ne? Und kriegt dann nochmal 30% dieser Dublonen, also 15.000 Dublonen, geschenkt. Ah ja, dann okay. Hat man 65%. Ne? Rechne ich das richtig? 30%. 10 sind 5, ja. 15. Dann hat man 65.000 Dublonen für den Preis von 50.000 Dublonen. Ne? Ja. Dann hat man die 30% maximal ausgeschöpft. Ist natürlich trotzdem um einiges ärmer, weil man ja 50.000 Dublonen gekauft hat. Ja? Okay, aber... Aber man kommt schon eine Zeit lang mit hin mit 65.000 Dublonen, ne? Weil man könnte ja, Graf, jetzt noch ein Tipp für dich, ganz speziell für dich. Okay, danke. So. Ja? Du kaufst, um das maximal auszuschöpfen, 50.000 Dublonen, kriegst dafür 65.000 mit diesem Coupon und gehst dann in die Waffenkammer und kaufst dir noch mit einem anderen Coupon ein Schiff für Dublonen, ja? Ah, mit ja. 25% Rabatt. Dann hast du ja richtig gearscht, die Jungs. Da hast du alle Vorteile, die es gibt bei World of Warships, hast du ausgeschöpft. Hast aber natürlich trotzdem 200 Euro investiert für die 50.000 Dublonen oder was die kosten. Ne? Ja, aber hast du so. Ein richtiges Schiff aus dem Kreuz geleiert?
Ja, ach, und noch Dublonen. Oh, noch Dublonen. Oh, du machst Arm. Da rate ich nicht weiter den Tipp. Das ist ja der Sinn der Sache. Ne? Du hast dann das Gefühl, du machst die arm. Ja? Aber in Wirklichkeit lachen die natürlich über dich, weil du trotzdem 200 Euro für Dublonen ausgegeben hast. Ja. Das ist ja die Krux an der Sache. Ja. Sonst ist das Angebot ist nicht schlecht. Ja? Keine Frage. Wenn man das als reines Hobby sieht, oder sagen wir mal, ja, als Hobby, wirklich, wenn man das machen wollte in dem Spiel, wenn man da weiterkommen will und ja, ich komme ja halt so weiter, wie es passt, ohne was zu investieren. Ja, das dauert halt dann länger. Ja, aber wenn das für dich halt so und so, ja, warum nicht? Ja, ich werde das nicht machen. Ich habe das einmal gemacht. Einmal. Und zwar, ja, das ist aber jetzt schon 2 Jahre her oder ja. Und zwar zum Geburtstag kriegst du auch immer so einen Gutschein. Also ich zumindest. Mhm. Du wahrscheinlich nicht, weil du auf der Blacklist stehst. Richtig. Aber ich krieg dieses Angebot. Ja. Und habe das auch tatsächlich einmal genutzt, ja. Mhm. Zum Geburtstag. Da gab es Weihnachtsgeld und da habe ich gesagt, scheiß drauf, mache ich jetzt. Ja. Habe ich immer noch also, 7.800 Dublonen von. Also kommst du wirklich Geburtstag lange mit hin. Ich habe nämlich gestern oder vorgestern mit dem Batman darüber geredet, dass irgendwas kriegst du doch zum Geburtstag hier bei dem Laden. Nee, gibt's nichts. Sag ich doch, irgendwas gab's immer. Irgendwas hast du gekriegt. Dann war es ein Gutschein, okay. Ja, drucke ich mir aus. Ich habe jetzt auch gekriegt, ich gucke gerade mal, Tarnungen, hast du die auch bekommen? Jubiläumstarnungen, 35, diese weißen Tarnungen für verdienstvolle Leistungen. Die habe ich nicht mehr. Hast du schon verspielt? Ja. Da kriegst du überall 50%. Ne, bei 5 verschiedenen Sachen. Könnte ich eigentlich mal drauf machen, auf die Scharnost. Fand ich ganz hübsch, die Tarnung. Wenn sie nur weiß ist. Auch rein weiß, ne? Was kriegst du denn da? Ja. Ja, die machen wir nochmal drauf. Okay. Signale haben wir drauf. Und dann können wir los. Hier habe ich die Secondary natürlich nicht ausgebaut. Ja, aber also bei den deutschen Schiffen sollte man, muss man nicht, kann man, sollte man die Schiffe auf Secondary ausbauen. Mhm. Ne? Weil das ist einfach eine Stärke der deutschen Schiffe, der deutschen Schlachtschiffe allgemein, diese starken Secondaries. So, und die kann man halt noch verstärken, indem man das wirklich da so ausbaut. Ne? Ja, das habe ich jetzt nicht auf dem Geht Schiff. Natürlich ein bisschen zu Lasten der Treffergenauigkeit aus der Distanz. Und man muss dann halt, aber man hat natürlich dann eine gute Abwehrwaffe gegen DDs zum Beispiel. Ne? Sobald die aufgedeckt sind und sind im Bereich der Secondary. Ne? Und wenn du die dann mit einem Fähnchen noch vergrößerst, dann kannst du auch gut, sagen wir mal, eine Yamato, wenn du in der richtigen Distanz stehen bleibst. Ich habe schon mal eine Yamato nur mit den Secondaries runtergeschossen, ja? Ja. Die stand mir so gegenüber und genau in der richtigen Distanz. Mhm. Und glaub mir, in der Kurve ist, habe ich das auch schon geschafft. Ich habe die ständig in Brand gesetzt und die kam auch nicht weg. Die fuhr dann rückwärts und ich bin dann etwas vorwärts gefahren, um hinterher zu kommen. War lustig. Ich glaube, der Typ, der hat an dem Abend nicht mehr gespielt. Der hatte echt die Schnauze voll. Der war stinksauer. Ja. Beim Kurfürst war das, glaube ich, sogar. Ja. Mit dem habe ich auch schon Zerstörer geknackt. Einiges, ja. Der hat ein paar Schüsse auf mich abgegeben, kaum Schaden gemacht und ich habe den runtergefackelt und nur mit Secondaries. Das Spiel hat dem bestimmt unglaublich Spaß gemacht. Aber
Da bin ich nicht böse, weil solche Spiele habe ich auch schon erlebt. Ja, klar. Die gibt es eben einfach, wo man absolut keinen Spaß dran hat. Ja, das gehört einfach bei dem Spiel dazu. Ich habe auch, ich spiele ja auch Elite Dangerous, auch intensiv, ne? Da muss ich wirklich sagen, da haben wir uns letztens noch drüber unterhalten mit ein paar Freunden, aber auch im Chat von dem Stream, dass tatsächlich so ist, dass es ganz andere Communities sind, ne? Also die Leute, die Elite Dangerous spielen, die sind eigentlich alle freundlich, ja, die helfen sich gegenseitig, ne? Da wirst du nicht, da gibt es nicht diesen Hate, dieses Dissen von Leuten und du brauchst ja auch ein bisschen Intelligenz, ne? Ja, ne? Und diesen Hate Speech hier im Chat oder so, ne? Den hast du da überhaupt nicht, ne? Das ist eine ganz andere Spielerwelt, ne? Nee, als wenn du da als Volldepp dieses Spiel spielen wolltest, als Ego-Shooter, hast du ja ruckzuck verloren. Deshalb so Typ gibt's ja gar nicht. Ja, eben, dann hast du auch gar keinen Spaß mehr im Spiel. Ja. Und hier, da hast du halt, und bei World of Tanks ist ja noch schlimmer, ne? Da hast du ja noch mehr diese Typen drin, die dich da beleidigen im Chat und dir sagen wollen, wie du zu spielen hast. Und ja, genau. Da finde ich an dem Spiel so ein bisschen blöd, ne? Und da sind auch einige Spieler oder auch Streamer, die sagen, ja, der Chat ist eigentlich total überflüssig in diesem Spiel, ja? Den sollte man eigentlich komplett abschaffen. Und da bin ich eigentlich auch genau der Meinung. Also, den Chat braucht man nicht. Der wird eigentlich nur genutzt. Ja, zum Flamen. Oder größtenteils genutzt für irgendwelches sinnloses Zeug, ja. Backseat Gaming oder irgendwelche klugen Ratschläge, ja, die dir dann einer erteilen will, der schon seit 10 Minuten tot ist. Aber er ist nun mal da und man kann ihn ja auch abstellen, ja. Gott sei Dank. Wenn man das möchte. Ja, Graf, du willst ja durch die Lücke schießen, ne? Ja. Ich sehe das schon. Mach ich die ganze Zeit, ne? Ja. Gar nicht mal so dumm. Ich sollte mal auf HE umstellen, auf die Entfernung. Du bist ja ein Fuchs, hör mal. Ja. Kenn ich nix. Kennt die Karte in- und auswendig. Weiß genau, wo er stehen muss. Aber jetzt kommt leider kein Schiff vorbei. Ja, da kommt er. Die Straßburg. Kann ich schon durchschießen. Zurück. Aber der mich. Ja, ich wollte den anzünden, nicht umgekehrt. Der zündet mich an. Das ist ein Verein. Wieder.
Mist. Ja, zu spät reagiert. Ne? Ja, der war nicht auf. Ja, wir werden jetzt hier mal angezündet. Oh. Ja. Ich muss zu dem Nebel. Dann hau ich hier ab jetzt. Geh ich zu? Jetzt geh ich zu. Ja. Ich bin jetzt, auch. Ich hau ab. Komplett einmal rum. Siehste, kommen die Dorps. Mhm. Vor uns. Oder bei dir hinter dir. MTD hinter uns. Und da kommt ein Zerstörer, ja, siehst ja. Du den? Ja, ja, eben. Und ich kann nicht torben. Und ich krieg die voll ab. Oh scheiße. Komm, 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 Secondary machen platt, jawohl. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ja. Aber ich bin auch so. Kommt eine Leander hier noch? Nochmal Torx, kommt, pass auf. Kommt noch eine. Oh, was ist denn los, Leute? Spinnen die alle? Hm. Ich hab genau auf der Seite keine Torx fertig. Oh, oh, oh. Oh, dich krieg ich, dich krieg ich. Dich krieg ich. Da schießt er noch mal weiter. Jetzt kommt er von links, die Tierpitz, also von rechts, hinter uns. Ja, es hätten die sich abgesprochen hier, als wären die alle in einer Division. Es sind drehenden Tor. Schießen alle auf uns. Ja. Aber alle. Aber alle. Oh, haben wir getorbt. Ey, Leute, was ist denn los mit euch hier? Abfalle. Mir nicht weg, ne, tot. 50.000. Naja. Jetzt konzentrieren sie sich auf dich. Die Rohre kommen nicht rum, wo sind sie denn? Ich glaube jetzt, ja, die hat Secondaries. Aber du hast die doch, also du hast mich ausgebaut, ne, auf Secondaries. Nee. Nee. Jetzt könntest du die halt auch behaken jetzt, ja. Ne? Muss er noch näher ran. Ja, wieder Feuer. Versuche hinter die Insel zu kommen. Soll erst noch mal schießen. Jetzt schießt du hast er. Ja auch Torps, ne? 10 Kilometer. Ich weiß. Aber ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die noch einsetzen kannst. Ah, ich könnte ja mal löschen, ich Idiot. Oh. Vielleicht hinter der Insel rum und dem noch mal ein paar Torps setzen, ob die Torps, weil die ja, ich bin nur halt nur offen. Sieht mich. Der Zerstörer, der macht auch nichts hier. Aber der hat doch nichts mehr. Ein Rippen. Ja, ich gehe auch nicht zu, ey. Jetzt nach rechts die Torps raus. Hab ich. Ja,
Sehr gut. Aber ich gehe kaputt. Kann nichts machen. Ja, ja, aber ich durfte nicht mal mehr abdrücken. Ja, und die Türpels, die ahnt das natürlich mit den Torps. Ne? Völlig klar. Und ist schon wieder verloren. Ja, ein jetzt. Ist klar. Schon wieder verloren. Ja, schon wieder. Eben haben wir gewonnen. Ach, mit 7000. So, du mal was aus hier. Lieb ich aus. Ich soll aussuchen. Ja. Gut. Okay. Soll ich dem noch was anziehen hier? Fähnchen. Und dann mache ich mal diesen dämlichen Dinosaurier darunter, denn ja. Diese Godzilla-Dreck. Wenn das die Reichweite hier von der Erfassung ist, habe ich hier die Weihnachtstarnung drauf. Bums. Ja, das weiß ich nicht, ob das die ändert. Das doch, ich meine ja, also mit dem Chinesen-Ding da oder was das war, auf alle Fälle. Ich bin die gleiche Runde ja, nochmal gefahren, ohne diese Tarnung. Ja? Ja, und auch gleiche Stelle. Also kam kurz danach gleich, alles gleich. Und da habe ich es gemerkt. Da war ich nicht ja, so... Der Samurai über die Insel geguckt. Das ist genau der Kopf, der ist das, was das Schiff höher macht. Unfassbar. Ich war ja nur auf. Den Ding. Und die Werte von der Tarnung, die sind jetzt auch nicht so. Ey. 10% Schiff und 50 EPs und das war's.
Nein, da wäre ja ein Ding. Erstmal sieht scheiße aus, ja. Dann wirst du auch noch gesehen. Ja. Also. Aber echt, ja. Denkst du, du hättest eine schöne oder eine gute permanente Tarnung, ne? Und dann ist das so ein Schrott, ne? Ja. Guck denn da rum? Du? Hey, guck doch mal, wo du hinfährst. Wo fährst du denn hin? War doch viel zu schnell. Mit deiner Weihnachtstarnung da. Aber wo wollen wir halt überhaupt hin? Mal besser. Wollen wir hier bleiben? Ja. Oder? Ist ja wohl da so nach rechts, ne? Oh, nach rechts? Da so. Fahren wir nach rechts. Richtung Insel. Okay. Ja, mal gucken, wenn unser Zerstörer was macht. Wenn der nichts macht oder wenn der platt ist, dann können wir abdrehen. Ne? Wenn der auch hinter der Insel stehen bleibt. Das sieht fast so aus, ja. Aber vielleicht kommt ja auch noch die Gruppe darüber. Sieht ja so aus, als kämen die auch nach C. Ja, die mittlere Gruppe, ne? Das Ho-Ho-Ho hörst du nicht, ne? Nur das Hupen. Nee, ich höre nur ein Hupen. Ja. Klingeln die an Glöckchen? Kling, kling, kling. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. So, am Magie. Können wir hier irgendwo durch? Ich habe das ja so eingestellt, dass ich auf jedem Schiff diesen Captain McLino oder wie der heißt hat. Ne? Ah. Ach so. Boah, bei mir hat das ganze also Schiff gewackelt. Also im Spezialkapitän, da kannst du einstellen, dass du den auf jedem Schiff hast. Jede Menge Schiffchen hier, fahr mal nicht da raus. Nee, nee. Aber bleib mal lieber hinter der Insel. Mach ich auch, ich dreh gleich wieder um. Wenn ich zu bin, bin ich weg. Drei Sekunden. Weil der Zerstörer, der macht nämlich auch nichts. So, jetzt drehe ich ab. Ich gehe weg. Oh, da kommt Jobs. Gut, dass ich das Ding genommen habe. Siehst du, ich hier Torpedo-Warnung drauf. Gut, diese. New York, ah, schade. Ja, ja. Jetzt kommt der Träger auch noch an.
Leute, Leute. Hab das alles noch von Apophis abgesehen hier. Kann das sein? Kann das sein? Ja. Ich stehe nicht auf der Blacklist. Der Graf steht auf der Blacklist. Auf den müsst ihr schießen. Nicht auf den Apophis. Ich habe heute noch nicht geschimpft. Noch nicht. Ach, aber der Tag ist ja noch nicht um. Mal eh schießen hier danach. Gibt's ja wohl nicht. Ach, wo lenke ich denn hin? Hm. Muss man wieder näher ran ans Gefecht hier. Wieder so eine dreckige Richelieu. Die muss ich jetzt anzünden. Ja, ja, die behake ich schon gerade mit meinen Secondaries. Die kann ich aber jetzt auch nicht weiterfahren. 11,3 habe ich. 10,9. Die schießen nämlich schön über die Insel rüber. Das hilft dir gar nichts, wenn du hinter die Insel fährst. Nö. Oh, jetzt kriegst du noch eine Lasche. Repariert sich. 4000. Ja, komm raus. Noch besser. Du kriegst jetzt noch eine Breitseite her. Komm. Richelieu. Ach komm, ein Treffer, ja. So, jetzt müssen wir mal angreifen. Nein, nee, oder? Jetzt. Doch. Sehr schön. Ist raus. Da sind sie jetzt alle da hinten. Die müssen jetzt erstmal. Aber die sind alle jetzt bei C. Also, das macht keinen Sinn. Wir können jetzt hier nur noch Damage farmen. Schiff mal darüber dreht. Oh, Zyklon. 41 Kilometer. Hm. Mich hier irgendwie, glaube ich aber nicht, dass ich hier wieder rauskomme. Der ist hinter der Insel, der ist hinter der Insel. Oh, könnte ich noch ein bisschen schaffen. Das ist gut. Abhauen. Naja. Klar. Oh, ich bin im Zyklon. Aber wir dürfen B nicht aufgeben. Nee, nee, ich fahre jetzt hier rechts wieder rum. Ich bin dicht, ich bin zu. Das ist gut so.
Die Amagi. Oh, Scheiße. Komm, schneller, schneller. Schneller. Oh. Skog. Die ist raus. Aber. Was nun? Ja, wieder zurück. Den wieder entgegen da, Richtung C. Na, da kommt Torps. Ist der da aus dem Nebel? Sehe den nicht. Die Ratte. Dido. Auf durch irgendwas, durch den Kleinen oder was? Oh, sehr gut. Mit einem Schuss die Dido rausgenommen. Ja. Wie cool. Jetzt brauche ich aber Unterstützung hier, jetzt bin ich gleich tot. Die Dunkirk. Ah, die eine lebt ja kaum noch hier. Die Amagi. Geht leider wieder zu. Die Türme kommen nicht rum. Schon wieder Torps. Oh, oh, oh. Die Dunkelheit hat versucht zu cappen, aber ich muss jetzt rausfahren. Ich bin... gleich platt. Aber ich werde jetzt noch mal reinfahren. Bin eh gleich tot. Ich habe richtig gut Schaden gemacht. 120.000 bisher. Witzig. Ach, der Träger neben mir. Ach, guck doch mal. Ah, die Dunkirk ist platt. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Ach, habe ich meine Reparatur genutzt, ich Idiot. Das ist doch mal ein richtig gutes Spiel, oder? Das weiß ich noch nicht. Sein. Jetzt machst du mit dem Träger platt, komm. Hol ihn dir! Wer denn hier mit deinem Zerstörer? Jetzt ist es mein Kill. Hau ab! Hau ab! Kommt er an hier mit seinen zwei Lebenspunkten, die er noch hat? Ja, der will noch was abhaben. Vom ja, Kuchen. Nichts gibt's. Jetzt rappelt's aber gleich in der Kasse. Die gute Tarnung drauf und 120.000 Schaden. Und wir gewinnen. So. 20 Sekunden. Dann lass mich noch einmal den Träger trägern. Komm, markiert ist er doch schon. Wo ist er? Komm raus. Flieht nach hinten. Ich habe ihn schon im Fadenkreuz, aber er ist nicht zu sehen. Schieß! Schieß blind! Ja, wohin denn? Ja, zu spät. Ja, wie ein Blinder halt. So, Graf. Der möchte jetzt nicht sehen, was ich rauskriege, ne? 1,2 Millionen. Ja, 1.000.000 22.000 Credits. Siehste, wusste ich. Ah. Platz 1. 7.700 EP, 1.800 freie.
Und Cap EP, 11.000. Ja gut, dafür ist die Tarnung nicht so gut. Aber die Tarnung, die gibt ja 50% auf die Wartungskosten und 50% Credits. Und deswegen habe ich 1.022.000 Credits. Also das hat sich schon gelohnt. Mhm. Und der Graf ist auf Platz 2. Ja, mit Recht. Hey. Aber nur knapp, weil ich eben noch 30.000 gemacht habe, sonst wäre das auch nichts geworden. Sehr gut. Schönes Spiel. So, jetzt muss ich auch mal kurz hier wohin. Da gibt es ein bisschen Kohle aus dem Container. Alles gut. Komplett kommen sofort zurück. Die Wurstung habe ich ja auch noch. So. Das auch mal alles schön rein. Sinn. So, da bin ich wieder. Da ist er. Da ist er. Ja, die Massachusetts ist ein hammergutes Schiff. Das ist echt schön. Die hat gute Secondaries, die hat trotzdem auch noch genaue Geschütze. Spielt ja auch der Devastor sehr gerne. Mhm. Also im Achter, bei Tier 8, wirklich schönes Schiff. Müsste noch Torps haben, dann wäre die perfekt. Ja. Genau. Vladivostok. Vladivostok. Ja. Spielen wir doch mal eine Russendivision. Gut. Leningrad. Ja, jetzt haben sie schon die erste Warnstufe ausgerufen, ne, für Energielieferung. Habe ich gerade dran gedacht, ja. Habe ich gerade dran gedacht.
Bald können wir nichts mehr zur Esse kochen. Verhungern wir alle. Kalt duschen geht gar nicht. Hey. Muss die Suppe auch noch kalt essen. Machst du auf dem Balkon ein Feuerchen? Oh, wird halt gegrillt. Warst du mal beim Aldi in letzter Zeit? Ja. Heute. Und gab's auch nicht mehr alles, ne? Oder? Da schon, aber im Netto nicht. Netto nicht. Nö. Netto habe ich. Warte mal, war ich überhaupt im Netto? Muss ich gerade mal überlegen. Ja, das Schlimme ist ja, weißt du, das fängt mit Sonnenblumenöl an, ja, und dann kriegst du plötzlich das andere auch nicht mehr. Und dann kaufen sie alle Margarine, dann kriegst du auch keine Margarine mehr, dann kriegst du keinen Senf mehr, ja. Dann kriegst du keine Nudeln mehr, ja. Weil die Leute auch alle hamstern, ja, und ja, nicht gut. Und wenn die Russen wirklich, ich sag mal, die Diesellieferung zum Beispiel einstellen, muss ja nur Diesel sein, ja, ist schon schlimm genug, dann brechen auch einige Lieferketten zusammen, ja, dann bleiben die Regale auch deswegen leer, weil die LKWs nicht kommen mit ihren Lieferungen, ne? Und dazu dann noch die Hamsterkäufe. Da werden wir, glaube ich, noch einige leere Regale sehen in dem Bereich, befürchte ich, ne? Ich meine, wenn das Schlimmste ist, was uns der Krieg abverlangt in der Ukraine, dann kann man damit vielleicht noch auch mitleben, ne? Aber schön ist das trotzdem nicht, ne? Und man muss sich ja auch immer vor Augen führen, unsere Politiker, die sind ja genauso verlogen, um es mal deutlich zu sagen, wie die anderen Politiker aus anderen Ländern. Ja. die tun sich ja nichts, ja? Ja. So, und wenn die schon die Warnstufe 1 ausrufen, dann muss man eigentlich schon davon ausgehen, dass die ja schon viel mehr wissen und dass es ja eigentlich schon schlimmer ist, als der Bevölkerung mitgeteilt wird. Mhm. Und da bin ich immer so ein bisschen, da muss man ein bisschen sensibel sein, so, ne? Nicht verkehrt. Ich habe immer früher gesagt, ihr müsst davon ausgehen, ja, wenn morgen alles zusammenbricht, dann steht Frau Merkel immer noch am Tag vorher im Fernsehen und sagt, alles gut, wir schaffen das. Genau. Einfach um eine Panik auch der Leute zu vermeiden. Mhm. Ne? Man muss da selbst so ein bisschen sensibel werden, ein bisschen Fingerspitzengefühl so zwischen den Zeilen mal lesen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Deswegen muss man nicht direkt in Panik ausbrechen, aber man darf eben auch nicht alles ungefragt so glauben und hinnehmen, ja. Was einem so erzählt wird. Auch in den Medien halt nicht. Ne? Immer gut, wenn man sich da eine eigene Meinung bildet. Das gibt's doch gar nicht. Wo fliegen denn die Kugeln hin? Wer ist da geplatzt? Du doch wohl nicht. Zwei schon von uns. Völlig klar. Muss nach vorne. Kann hier keinen treffen, der ständig dreht er ab, wie er Lust hat. Guck mal, wie die wegsterben. Ja, ja. Sind alle tot. Ja. Fährst du jetzt ins Cap? Ich fahr jetzt da rein, na klar. Ja. Die Runde, die ist doch schon entschieden. Die ist schon, ja. Hey, da habe ich letztens bei einem Streamer zugeguckt. Der sagte das aber bei gewerteten Gefechten, ne? Der sagte, ja, in so einem Fall jetzt, ne, wo drei Schiffe schon kaputt sind, da ist schon vorbei. Da ist das Spiel schon verloren, ne? Und sagt, da kannst du eigentlich schon rausgehen. Kannst das nächste Spiel machen. Macht gar keinen Sinn mehr. Hier ist ein U-Boot, schon die ganze Zeit angefangen. Also rausgehen würde ich jetzt nicht, aber man kann dann wirklich reinfahren und noch versuchen, Schaden zu machen. So, jetzt geht's hier gleich los, wenn ihr, pass mal auf.
Mist. Links kommt die Ziege. Ah, Mist. Und die Dorfs. Ja, ich hab scheiß U-Boot, ich hab nicht drauf geachtet. Der rammelt sich fest, dann kann er nicht wegfahren. Das ist Geschichte. Na komm. Schon wieder 10 Millionen Dorps. Da kann ich überhaupt nichts machen hier. Wassereinbruch. Ja. Und da kommen die nächsten 40.000 gemacht. Mhm. Die Runde war komplett entschieden von vornherein. Von vornherein. Ja. Guck mal, nach 5 Minuten. Nach 5 Minuten ist die Runde entschieden. Ja. So, nachhängen. Ja, das U-Boot ist da rechts. Von dir jetzt. Ja, ich leg mich jetzt nicht mit dem U-Boot an. Ich werde mir die Ziegen noch holen. Wenn es irgendwie geht. Oder die wird sich wahrscheinlich mich holen mit dem Torps. Mal gucken. No, ja, Bums. Yamato. Nee, Nagato. Nagato, ich dachte schon. Zieht ihn direkt ab. Da kommen die Torps. Ja, ja. Tolle U-Boote. Super geil. Hat sich nicht gegen wehren. Nichts. Völlig sinnlos. Okay. Muss ja nichts machen. Ja. Aber wir hatten ja auch ein U-Boot, ne? Nur der war wahrscheinlich nicht so versiert. Ne? Ich habe auch ein U-Boot, pass mal auf. Ich habe doch auch ein U-Boot. Geh mal raus. Ja. Jetzt fahre ich auch U-Boot. Gucke nur. Ja, ich doch. 6 Stück. Ja. Ja gut, das war halt mal wieder so ein Spiel, was von vornherein so entschieden ist. Da, ich glaub, die Amis, da darf man sich auch gut einfach nicht drüber ärgern. Da muss man einfach rausgehen, nächstes Spiel feiern. Torpedos 14 verborgen, 93. Fährst du jetzt U-Boot? Ich fahr jetzt mal ein U-Boot. Ja. Welche Klasse denn? Welche Tierklasse denn? Guck ich grad. Achter, ne? Achter. Achter. Torpedos 35. 95. 23, 26. So nah. 60. Dann nehme ich hier den Salomon. Ja, ja, der war, glaube ich, ganz gut. So, was können wir da machen? Tarnung drauf. Das ist ja cool, Tarnung. Hähnchen, Rammflagge. Ja, deutsche Flagge. Da muss ich das Ding gleich noch ausrüsten, ne? Ja. So, nee, den baue ich doch jetzt nicht da ein. Ja, warte. So, geht das da. So, nahe Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Kohle ausgeben. Kapitän zurückordern, den hatten wir schon. Perfekt. Da habe ich einen dicken, fetten Captain drauf. Da bin ich immer gespannt, wo ich mit dem Ding dann noch umgehen könnte, ne? Ja,
Da habe ich ja so meine Befürchtung. Pass mal auf jetzt. Zerrappels. Hast du so deine Befürchtung? Ich hab da doch noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass da immer U-Boote dabei sind. Mhm. Wenn du jetzt eben nicht gesagt hättest, hätte ich da gar nicht nachgeguckt. Aber jetzt ist ja auf jeden Fall ein gegnerisches U-Boot dabei. So. So, ich fahre hier halbe Kraft, Tschüssikowski. Ja, ich richte mich jetzt gar nicht nach dir, so vom Teamplay, weil ich kann dich auch nicht unterstützen irgendwie. Muss erst nochmal gucken. C war tauchen und F war hoch. Okay. Ich werde jetzt einfach mich an den anderen Schiffen orientieren. Ne? Du bist jetzt Einzelkämpfer, Graf. Ja. Unter dem U-Boot. Ich will es, ich will es. So, was hab ich denn für eine Schussrate? 18,5, das ist nicht so weit. Ja, nix. Aber ich hab nur Aufklärungsfunktion. Also ich komme so auf 21. Mal starten, ne? So. Ich meine die Tops hier 11 Kilo, 7 Kilo. Davon bin ich sichtbar hier, ja, 6. So. Ist das andere U-Boot hier?
für mich leider nicht hinnehmen. Das hat dann schade. Schon wieder drei Schiffe weg. Los. Das gleich mit der Alabama zu tun. Kann den abtauchen. 6 Kilometer Torps. Ja. Alles klar. Alles klar. Ich kann nicht abhauen jetzt. Komm. Ich hab wieder jeden Schaden, den man überhaupt nur kriegen kann. Alles kaputt, was hier nur geht. Die Torps gingen alle durch. Ach, leck mich doch. Gehen was? Alle durch? Ja, weil ich nicht die Höhe hatte. Ein halber Meter oder so. Was ein Scheiß, Alter. Ja, klar. Was ein Witz nicht. Was ein Witz. Die Runde schon wieder entschieden. Ey, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das ist doch komplett entschieden. Sowas von lange genug gestreamt, hab die Schnauze voll von dem Scheiß. Aber echt, wenn nach 2 Minuten die Runde entschieden ist, also das ist ja wohl ein Witz. Wird einer nach dem anderen hier rausgeboxt. Genug. Voilà.